Ich bin gerade bei Sinn am Römerberg raus und habe mir für euch die neuen Uhren vom November 2020 angeschaut. Und ich muss sagen, sie sind leider alle super. Von den Bildern war ich überhaupt nicht überzeugt, aber live richtig tolle Uhren. Richtig, richtig, richtig tolle Uhren. Und ich bin fest überzeugt, dass mein Budget auch nächstes Jahr wieder nicht reicht, um alle Wünsche zu erfüllen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das Ganze ist ein Hands-on-Video, nicht viel geschnitten, keine Top-Qualität, aber ich wollte euch die Uhren so schnell wie möglich zeigen. Ja, ich hoffe, der Ton wird gut und nicht zu sehr durch Straßengeräusche gestört. Hier haben wir den Sinn R500, ein Rallye-Chronograph aus Titan, limitiert auf 300 Stück. Am roten Punkt erkennt ihr, dass es ein Ausstellungsstück ist. Das asynchrone Gehäuse, was zur 12 Uhr Position hin dicker wird, erleichtert absolut die Ablesbarkeit der Zeit am Arm, insbesondere wenn das Hand am Lenkrad ist. Von den Bildern her fand ich die Uhr nicht so besonders toll, aber live gefällt sie mir super gut, insbesondere auch das Lichtspiel der Zeiger und der Indizes. Auch am Arm sieht die Uhr toll aus. Ein wirklich, wirklich frischer Akzent im Hause Sinn. Die Bullhead-Anordnung von Krone und Drücker sind außergewöhnlich. Die Gangreserveanzeige gibt einen farblichen Akzent. Leider sind die Bänder proprietär, man kann nicht jedes Band verwenden und die Bänder sind durch das Gehäuse angeschraubt, also ein Bandwechsel ist hier nicht schnell und einfach gemacht. Das 24 mm Band ist auf den ersten Blick relativ breit, passt aber sehr gut zum Erscheinungsbild der Uhr. Verbaut ist, das habe ich extra nachgefragt, ein Soprot-Werk, also weder ein Sellita SW500 noch ein ETA 7750. Ja, die ganze Uhr kostet natürlich auch ihren Preis, habe ich vergessen zu notieren, tut mir furchtbar leid. Hier haben wir die U1C in Zusammenarbeit mit Kronos, limitiert auf 100 Stück. Eine Uhr, die ich richtig super toll finde. Ein ganz, ganz toller Anblick. Das grüne Ziffernblatt ist eine Augenweide. Nicht so dominant, es drängt sich nicht auf. Ein schönes Grün vor allen Dingen, kein so ein knalliges Grün. Ein Lederband an der Taucheruhr, gut, darüber kann man diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich finde aber optisch passt es hervorragend zu der Uhr. Und auch die schwarzen Zeiger und die nur zweifarbige Lünette passen sehr gut in das insgesamt zurückgenommene Erscheinungsbild dieser Variante der U1. Ich gehe fest davon aus, dass diese U1 sehr schnell ausverkauft sein wird und auch auf dem Gebrauchtmarkt nicht so häufig anzutreffen sein wird. An meinem Arm mit 17 cm Handgelenksumfang passt sie sehr gut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diese Uhr etwas verguckt. Ich habe jetzt gerade keine 2400 Euro, darum kann ich sie mir nicht kaufen und auf dem Gebrauchtmarkt wird sie wohl auch nicht so schnell auftauchen, gehe ich zumindest von aus. Eine wunderschöne Uhr, das Lederband passt farblich hervorragend, die grünen Akzente am Lederband passen hervorragend. Aber natürlich kann man hier genauso gut auch das schwarze, tegmentierte Stahlband oder ein schwarzes Silikonband montieren. Entweder das integrierte Silikonband von Sinn oder aber auch das zweiteilige, womit die ganze Sache dann etwas günstiger wird. Eine wunderschöne Uhr und ich bin wirklich begeistert und das ist, glaube ich, die einzige Uhr, die ich von den Bildern auch genauso eingeschätzt habe, wie ich sie live empfunden habe, als eine ausgesprochen schöne und außergewöhnliche Uhr, die mir sehr gut gefällt. Ich finde es auch sehr schön, dass hier, wie bei übrigens allen Uhren, die ich heute von Sinn gesehen habe, die Gene der Firma Sinn erkennbar bleiben, aber das Ganze doch deutlich erkennbar in die Moderne transportiert wird und das ganze Erscheinungsbild der Sinnuhren etwas frischer und aufgepeppter wird, ohne dabei die Gene zu verletzen. Gefällt mir ausgesprochen gut und ich habe mich vorher sehr zurückhaltend über die neuen Modelle geäußert und muss das an dieser Stelle nachdrücklich revidieren. Sie gefallen mir
alle ausgesprochen gut. Immer mal wieder aufgetaucht. Was hier natürlich auch das Erscheinungsbild dieser U1 unterstützt, ist die Tatsache, dass sie kein Datum hat und dadurch der wunderschöne Farbverlauf von fast schwarz, ganz dunkel außen zu einem etwas kräftigeren Grün in der Mitte nicht behindert oder unterbrochen wird. Auch die nächste Uhr, die ich euch zeigen werde, ist eine grüne Uhr. Es handelt sich um die 103 STSA in Grün. Auf den Bildern wirkte das Grün etwas grisselig. Das liegt daran, dass das Grün auf dem Ziffernblatt das ähnliche metallische Grün ist, was auch schon bei der 104 Grün verwendet wurde. Also ein Grünton, der zwischen Grün bis hin zu fast Schwarz changiert, je nachdem in welchem Winkel man die Uhr ins Licht hält. Die Lünette macht auf mich einen etwas dunkleren Eindruck. Insgesamt ist die Uhr nicht ganz so peppig und aufdringlich, wie ich sie von den Fotos, von den Produktfotos her empfunden habe, sondern deutlich zurückgenommener. Und mit einem Preis von 2690 am Lederband natürlich auch kein Schnäppchen, aber auch ungefähr im Rahmen dessen, was die 103 mittlerweile kostet, insbesondere dann, wenn sie ein extra gewölbtes Saphirglas hat und eine besondere Farbausstattung oder ein Sondermodell ist. An meinem Arm, finde ich, sieht die Uhr ebenfalls wirklich gut aus und auch das braune Lederband passt in meinen Augen hervorragend zu der Uhr. Passt sehr gut ins 103er Portfolio und auch das gewölbte Saphirglas, was an der Optik des Acrylglas angelehnt ist, passt wirklich gut. Also ein gelungener Wurf in meinen Augen und mir gefällt das wirklich gut. Wo ich am neugierigsten drauf war, und da bin ich ganz ehrlich, das ist die Serie 105. Mit der Serie 105 hat Sinn direkt 4 neue Uhren gebracht. Einmal hier die weiße mit dem UTC-Zeiger und der 24-Stunden-Lünette auf dem Außenring. Auffallend ist auf den ersten Blick Verschiedenes. Zum einen, die Indizes sind abgerundet und nicht eckig und nicht ganz so technisch, wie von Sinn das üblicherweise erwartet werden könnte. Die Zeiger sind neu, sind etwas rundlich. Manche sagen retro, andere sagen langweilig, auf jeden Fall neu bei Sinn. Der Sekundenzeiger greift das rundliche Element der Indizes auf, sieht ein bisschen aus wie ein Lutscher oder Lollipop. Insgesamt also ein durchaus neues Erscheinungsbild. Am Arm passt es sehr gut. Und was mir auch aufgefallen ist, das Ziffernblatt wirkt extrem clean und sauber. Es gibt weder eine Tiefenangabe auf dem Blatt, noch einen Automatikschriftzug, noch sonst irgendwas. Es ist ein extrem aufgeräumtes Blatt und dadurch auch sehr, sehr gut ablesbar und klar. Das wird am Ende des Videos, insbesondere bei der schwarzen Variante ohne UTC, sehr, sehr deutlich. Ja, bei diesen Uhren war ich zunächst überhaupt nicht begeistert. Auch was ich normalerweise sehr gerne mag, das Sandgestrahlte, hat mich hier nicht wirklich geflasht. Wir haben ja hier im Grunde genommen das Gehäuse der 104, welches bei der 104 poliert ist, hier sandgestrahlt zum Preis von 1590 für die UTC-Variante. Gibt der ganzen Uhr ein kühleres, technischeres Aussehen, was zu dem aufgeräumten und klaren Ziffernblatt passt. Auch die Lünette, die so ein kleines bisschen aussieht, als wäre sie nicht kreisrund, das täuscht. Wir haben es also tatsächlich abgefühlt. Die Lünette ist kreisrund. Die, was ein bisschen aussieht wie ein Hubbel bei den Zahlen, ist keiner. Die Lünette hat also keine äußeren Rasterungen, sondern sie ist gefühlt absolut rund, auch wenn das optisch etwas anders aussieht. Hier haben wir die schwarze Variante der UTC. Wirkt dadurch noch etwas zurückgenommener und in meinen Augen auch noch etwas klarer
und durch den höheren Kontrast der hellen Zeiger zum schwarzen Blatt auch besser ablesbar und schneller ablesbar als die weiße Variante. Aber das ist wie bei vielen Sachen eine Geschmackssache. Das weiße Blatt spricht mich optisch mehr an, das schwarze Blatt funktional in puncto Ablesbarkeit. Das Stahlband ist das bekannte Stahlband, macht die Uhr ein bisschen kühler, ein bisschen technischer und auch insgesamt universeller einsetzbar. Am Stahlband kostet die Uhr 1.790 Euro. Wie sehen aber nun die Varianten ohne den UTC-Zeiger aus? Und hier, ja, hallo Straßenbahn. Und bei den Nicht-UTC-Varianten sticht natürlich zunächst einmal unmittelbar ins Auge die Datumsanordnung. Sehr außergewöhnlich, ein Datum, was ich so bewusst zuletzt gesehen habe bei Vintage-Uhren aus den 70ern, vielleicht noch aus den 80ern, aber danach schien diese Datumsanordnung aus der Mode geraten zu sein. Vielleicht ist es eine Gewöhnungsfrage. Mich persönlich spricht das Datum nicht direkt an, aber das Gesamterscheinungsbild der Uhr, die Klarheit der Ablesbarkeit, die Klarheit der Ziffern, auch die Klarheit der Zeiger, auch wenn mich die Zeigerform nicht unmittelbar anspricht, finde ich sehr beeindruckend und innovativ für Sinn. Andere Hersteller hatten das schon, Sinn, soweit ich weiß, nicht. Ist die Lünette mit zwei unterschiedlichen Funktionen. Wir haben hier einmal außen groß eine 12-Stunden-Skala, um eine zweite Zeitzone einstellen zu können. Und wir haben klein darunter eine Lünette, die die Zeit in 5-Minuten-Schritten hochzählt, sodass ich hier auch eine grobe Zeitstoppung durchführen lässt. Diese Uhr kostet am Lederband 1.350 Euro und am Massivband 200 Euro mehr, 1.550 Euro. Das weiße Blatt, wie gesagt, extrem aufgeräumt, sehr clean. Ein nicht ganz typisches Sinnerscheinungsbild. Und trotzdem glaube ich, dass man die Sinngene hier erkennen kann. Ich finde es mutig, ich finde die Uhr mutig. Ich finde aber auch, dass es das Erscheinungsbild und die Idee von Sinn tatsächlich modernisiert hat und auch ein klein wenig ins Jetzt befördert hat. Und das gefällt mir sehr gut. Ob mir die Uhr so gut gefällt, dass ich sie haben möchte, kann ich noch nicht sagen, aber vom Funktionalen her, von der Ablesbarkeit und auch vom Gefühl am Arm her ist es eine wunderbare Uhr und ich bin in der Tat sehr positiv überrascht gewesen. Dieses Modell gibt es auch als schwarze Uhr. Da sind die Zeiger dann ganz weiß mit X1 ausgelegt, also die beste zurzeit erhältliche Leuchtmasse. Und hier finde ich es sehr schön, dass das Datum auch nicht ganz so präsent ist, etwas zurückgenommener. Hier stört mich das Datum etwas weniger als bei der weißen Variante. Und das ist eine Uhr, die ich mir sehr gut als Alltagsuhr für jede Gelegenheit vorstellen kann. Die Bauhöhe ist sehr angenehm, die Ablesbarkeit ist hervorragend, die Uhr ist sehr schlicht. Man kann damit kaum irgendwo anecken, sie ist extrem gut ablesbar. Die Lünette ist in beide Richtungen drehbar, hat eine doppelte Funktion, wie auch bei der weißen. Man hat Tag-Datum, das auf eine ungewöhnliche Weise angebracht ist, aber, wie ich finde, eine sehr, sehr moderne und sehr klar ablesbare Uhr kreiert hat. Mit dem sandgestrahlten Gehäuse ist die Uhr ein bisschen technisch. Ich finde sie wirklich sehr gelungen und in sich hundertprozentig stimmig. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, was ihr von den Neuerungen von Sinn haltet. Schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare und wenn euch das gefallen hat, teilt mein Video, schickt es anderen. Sagt mir auch gerne, was ihr in Zukunft noch sehen möchtet. Falls noch nicht geschehen, lasst doch gerne ein Abo da
und freut euch auf die nächsten Videos, die kommen. Eines kann ich euch mit Sicherheit sagen, da kommt noch einiges Interessantes. Die schwarze Variante kostet übrigens genauso viel wie die weiße Variante. Alles andere hätte mich auch gewundert. 1.350 Euro am Leder und 1.550 Euro am Stahlband. Ja, freut euch auf das, was kommt. Schreibt, was euch gefallen hat. Schreibt, was ihr noch sehen möchtet. Und bis dahin, tschüss, euer Axel.